Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, hier zu einer neuen Folge Drachenaufstieg von Berg. Heute ist Sonntag und das heißt, es startet wieder eine Grußrunde. Bevor ich jetzt hier aber allgemein anfange zu grüßen, geht erstmal ein ganz großer, dicker Gruß raus hier an alle Mütter hier. Ganz besonders natürlich auch an meine, auch wenn sie es höchstwahrscheinlich nicht sehen wird. Aber heute ist ja Muttertag und deswegen wollte ich hier mal einen Gruß an alle Mamis aussprechen. So, und die anderen Grüße, die ich hier habe, sind wieder relativ viele heute, gehen an Nils Koglin. Ich hoffe, ich habe den Nachnamen richtig ausgesprochen. An die Lela Lu, die am 8.5. Geburtstag hatte. Also herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich. Und an Jana Waterforce. An die Cecilia Dockholm. Stimmt. Lela Lu grüßt auch Diana Waterforce, die Cecilia Dockholm und die Jamie Highstreet. Oh Mann, hier muss man erstmal durchblicken. Ich kann meine eigenen Hieroglyphen nicht lesen. An. Oh Gott. Robert. Tejura. Ich weiß es nicht. Tut mir leid. Ich weiß nicht, wie ich dich aussprechen soll. Auf jeden Fall hattest du am 2.5. Geburtstag dir auch nochmal alles, alles Gute nachträglich. Dann gehen die Grüße an Mia Sterns beste Freundin Vera Harra, an Pascal Hanewald und seinen Cousin Nils, an Silas Klee, der... der letzten Sonntag Geburtstag hatte, auch dir nochmal alles Gute nachträglich. Und an seine Schwester, die Salome Klee. Also auch ein cooler Name, sehr selten, sehr ausgefallen. Dann an den Yannick Jösch, der am 4.5. Geburtstag hatte. Auch dir alles Gute nachträglich. Mensch, sind ganz schön viele hier, die Anfang Mai Geburtstag haben. An den Chris Redfield. An Mescharos, Alex Mescharos. An Eike Rassat. An Ole Schröder und seinen Freund Kevin, an Lukas Fink, an Arlo 2000 und an den Drachenmeister. Das waren die Grüße für heute, aber ihr Lieben, ich muss euch, was die Grüße angeht, auch mal noch was mitteilen. Und zwar, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich Grüße immer nur einmal pro Person ausrichte, weil sonst einfach zu viel wird. Ich habe jetzt so schon viele Grüße jede Woche, ohne dass ich Leute doppelt grüße. Und trotzdem sind immer wieder doppelte Grußwünsche, da grüßt du mich nochmal. Und dann steht es wirklich unter jedem Video der Woche. Und teilweise, was mir jetzt gerade passiert ist, wo dann Leute auch vor ein paar Wochen geschrieben haben, ja, grüßt mich bitte dann und dann, ich habe dann Geburtstag. Und dann kommt jetzt eine Nachricht, ja, grüße mich bitte, ich habe dann und dann Geburtstag. Also ich muss sagen, auch wenn es jetzt hart klingt, ich lasse mich in dieser Sache nicht veräppeln. Und ich bin da auch, weil es eben so viele Kommentare sind, so viele Grußwünsche, lasse ich mich da auch, muss ich mich da auf euch verlassen können, dass ihr eben nicht versucht, mich zu vereimern, indem ihr, nochmal und nochmal und nochmal gegrüßt werden wollt oder das auch mit Geburtstagen anbringt, da muss ich mich wirklich auf euch verlassen können. Und ich muss schauen, dass, wenn ich mich da nicht drauf verlassen kann, ich komme einfach nicht dazu, wirklich auf alles, bei allem nochmal nachzugucken. Da ich dann bei Fair sein will, müsste ich dann in dem Fall das Grüßen bei Drachen komplett einstellen. Deswegen bitte ich euch auch im Interesse der anderen, wenn ich euch gegrüßt habe, freut euch drüber. Ich kann euch nicht alle zigmal dann nochmal grüßen. Denn ansonsten muss ich wirklich sagen, so liebe Leute, das war's jetzt mit dem grüßenden Drachen. Also auch im Interesse der anderen bitte nur einmal einen Grußwunsch drunter schreiben und auch nicht mit irgendwelchen Geburtstagsaussagen versuchen zu veräppeln. Weil im Endeffekt kann ich alles nachprüfen. Ja. Ich habe nämlich eure ganzen Namen, schreibe ich mir jede Woche auf und kann auch gucken, wann euer Kommentar da war. Und daher fällt das auf. So, jetzt aber hier. Ohne Zahn hat uns 100.000 Holz mitgebracht, hat uns kein Item mitgebracht für Wolkenspringer.
Schade. Jetzt muss ich hier mal schauen. Sind da noch andere Drachen wohl suchbar? Wie denn? Wo denn? Also irgendjemand hat ja geschrieben, es gibt ja noch andere Drachen im Event. Also klar, es gibt hier die aktuellen Schnaffelzahn und den Regenschneider und Valkas Schrecken. Aber Valkas Schrecken habe ich schon, Schnaffelzahn habe ich schon und den Regenschneider habe ich schon. Von daher sind die für mich jetzt eigentlich eher uninteressant. Wobei ich wahrscheinlich den Regenschneider nochmal suchen werde, in der Hoffnung, dass ich dann eben nicht den Drachen rausziehe, sondern Material. Bisschen Fisch wäre nochmal ganz nett. Aber jetzt gucken wir erstmal nach der nächsten Flotte. Flotte 58 nämlich schon. Mit diesen Schiffen werde ich den Drachen das Fürchten lehren. Und dabei handelt es sich nicht mal um meine größten Schiffe. Okay, ich bin gespannt. Hervorragende Gewinnchancen. Da bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich sogar doppelt gespannt. Heieieiei. Okay. Wahrscheinlich sollten wir uns eher von unten ran pirschen. Würde ich so vermuten. Oder vielleicht in die Mitte. Ich schicke ohne Zahn und den Hakadu los. Die drei Schiffchen da unten mache ich jetzt erstmal damit eine mal weg. So, und jetzt brauche ich euch direkt. So. Ich mache mal da oben die weg. Die drei kleinen da oben mache ich auch alleine weg. Dafür brauche ich die Drachen nicht. So, jetzt muss ich aber die Drachen mal nach da steuern. Ansonsten bombt dieses kleine Schiff die weg. Das wollen wir nicht. Wir haben jetzt noch zwei Fernangriffsdrachen. Und das Schiff ist platt. Das heißt, jetzt haben wir hier alle Ruhe, das große Schiff noch wegzubomben. Wobei, so viel Ruhe haben wir nicht. Wir werden wahrscheinlich den dritten Schlüssel nicht retten können. Nee, da ist er weg. Knapp aber, sehr knapp. Ja gut, ich bin schon happy, dass wir jetzt Flotte 58 besiegt haben. Mensch Leute, also es geht ganz schön ab hier. Yay! Sehr, sehr cool. Sieg, Sieg! Zwei Schlüssel haben wir nach Hause geschaukelt. Von den Weltmeeren. Okay, nur von dem Meer direkt vor Berg. Was wird das sein? Weiß ich nicht, das Nordpolarmeer? Auch die Drachen, die entkommen, werden meine Schiffe zu fürchten lernen. Beim nächsten Mal dann. Juhu, juhu. Vier Zahnräder und 9 Zahnräder. Ich will keine Zahnräder. Weil ich will mir eigentlich hier die Kampfdrachen gar nicht holen. Guck mal hier, ich habe 126 Zahnräder. Aber ich mag die Kampfdrachen gar nicht so. Ich kann nicht mal sagen, warum, aber irgendwie ist es so. Gut. Ich überlege gerade. Den hier Valkas Schrecken muss ich jetzt mit Holz leveln für 14 Stunden. Dauert 400, kostet 480.000. 2 Angriffskraft bringt uns das, dann sind wir auf 54. Das sollten wir tatsächlich machen. Jetzt haben wir zwar nur noch wenig Holz über, aber das ist definitiv mit einer meiner besten Angriffsdrachen. Und den möchte ich mir auch gerne weiter nach oben pushen. So, dann suchen wir jetzt noch wieder eine Runde. Dann suchen wir den Regenschneider. Gucken wir mal, ob wir dann vielleicht ein bisschen Material rausbekommen anstatt den Drachen. Das wäre mir, wie gesagt, lieber. Gucken wir einfach mal. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Vielleicht gibt es bei euch heute Nachmittag Kaffee trinken und Kuchen essen. Bei euren Müttern bzw. Großmüttern, je nachdem. Ich weiß ja nicht, wie ihr das zusammen macht. Ich werde heute Nachmittag mit meinen Eltern schön gemütlich noch ein Eis essen gehen. Und dann hören wir uns am Dienstag hier in Drachen wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.